Moin Moin, so jetzt geht's wieder weiter mit Banisher auf Ablöschung 5. Wir haben hier eine Quest gekriegt. Ihr seht besorgt aus. Was beschäftigt euch? Ich würde euch gerne eine Frage stellen. Ich sollte es nicht tun, aber ich muss es einfach wissen. Ihr fragt euch, was mit Jeffrey geschehen ist. Ihr fragt euch sicher, wieso ich so gut aussehe. Fragt ihr euch, wo Geoffrey ist? Ich hoffe doch, er ist im Himmel, aber nein, das war es nicht. Ich komme nicht umhin, mich zu fragen, ob am Ende Geoffrey mir doch verziehen hat. Das geht natürlich nur ihn und Gott etwas an, aber es zehrt an mir. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Gott zu viele Geheimnisse hat. Geoffrey schien seinen Frieden gefunden zu haben. Er wollte nur, dass er sein Porträt vollendet. Ich möchte ihm gerecht werden. Ich würde das Porträt gerne vollenden, aber... Ich verstehe. Was braucht ihr? Ich werde versuchen, es zu finden. Holzkohle wäre in Ordnung. Tinte, falls ihr welche findet. Holzkohle, Tinte... Was ich nicht alles für die Kunst tue, Mrs. Fitcher. Alles für die Kunst. Ich sollte los. Ich wünsche euch Glück, wenn ihr an so etwas glaubt. Und wo in Gottes Namen finden wir hier Künstlerbedarf? Es wird ja wohl mindestens einen Händler in ganz New Eden geben, der so etwas verkauft. Wir gucken auf der Karte. LOL. Okay. Keine Ahnung, wo das ist. Das heißt also, wir können die Quest nicht machen. Also noch nicht. Vielleicht später. Vielleicht kommen wir durch die Leere dahin. In dieses Gebiet. Das heißt also, wir machen heute wieder die Hauptquest. Ist das Seekers Höhle? Das werden wir herausfinden. Wir waren ja schon. Aber wir können noch keinen leeren Ritualbot machen, wo wir da waren. Sind wir? Vergiss nicht, was man uns gesagt hat. Folgt den Leuchtfeuern. Sputet euch. Blickt nicht zurück. Es sieht trostlos aus hier. Leblos. Das ist das Reich der Toten. Die Unterwelt. Lasst uns hier nicht verweilen. Ha, 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 ha.
Hast du das gehört? Ja, lauf weiter. Da, unser Weg in die Freiheit. Du bist es. Anthea. Was zum... Was geht hier vor sich? Ich kenne diese Stimme. Vor langer Zeit verbannte ich ihren Besitzer. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir hier weg müssen. Jetzt. Was für eine Höllenkreatur ist das denn wieder? Das sieht mir wie ein Klagegeist in Gestalt eines Cerberus aus. Mal was Neues. Pass auf, er wird nur noch stärker. Das war die letzte. Wer hat es auf dich abgesehen? Aus welchem Loch ist dieses Mistviech gekrochen? Ich weiß nicht, aber wir müssen hier weg. War Level 13. Level 13 schon. Ich weiß auch nicht, was Max-Level ist. Aber ich glaube... Wofür war das? Seredins Schlüssel sollte uns doch unbemerkt hindurchschleusen. Ich weiß es nicht. Leeres enthalten viele Gefahren und auch gute Schätze. Wolle. Und? Lindenschutz. Nur Level 2. Lindenschutz. Jeder Treffer, der mit dem Gewehr getroffen wird, erhöht den Schaden des Gewehrs um 14 Schabelbar. Alles in Ordnung. Alles gut. Aber der Albtraum dort... Wir wissen so wenig darüber. Das macht mir Sorgen. Und du? Der Albtraum existiert nur, weil die Dorfbewohner etwas Schreckliches getan haben. Ihre Schuld ist in ganz New Eden spürbar. Wegen ihnen musste ich sterben. Sollen sie verflucht sein. Und ihre Geheimnisse und ihre Sünden auch. Es tut mir leid. Mir auch. Sind die Risse wirklich sicher? Wir werden beschützt. Du hast das Wispern gehört, die Verzweiflung und diese eine Stimme. Sie hat nach dir gerufen. Etwas wusste, dass du dort warst. Es hat dich gesehen. Für einen Moment dachte ich an sie. An diese armen, abgeschlachteten Jungen. Ich schwöre, in der Leere hörte ich ihre Schreie. Kinder... die zum Ruhm ihres Sultans in den Tod geschickt wurden.
Es fühlte sich an, als wäre ich wieder auf dem Balkan. Ich habe diese Geister in Augen. Was? Ich gab ihren Bein. Bist du das nicht? Du bist jetzt hier bei mir. Die Geister sind fort. Du hast um ihren Aufstieg gebeten und ich habe dir diesen Wunsch erfüllt. Sie befinden sich nicht in der Leere. Ich weiß. Diese Leere. Ist das die Hölle? Ist es das, was wir gesehen haben? Sind all die Geister, die wir verbannt haben, dort gelandet? Oder ist es der Limbus, eine zeitlose Vorhölle, in der gequälte Seelen schmachten? Wenn wir einen Geist verbannen, wird er vernichtet. Die Lehren sind unmissverständlich. Und wenn die Lehren falsch sind? Ich habe die Stimmen auch gehört und sie beunruhigen mich ebenfalls. Aber die Lehren können nicht falsch sein. Wir hätten wissen müssen, wohin wir diese armen Seelen verdammen. Was, wenn du auch dort landest? Alles wird gut. Solange wir zusammenbleiben, wird alles gut. In Ordnung. Du hast recht. Alles wird gut. Hoffe ich. Zugefrorenen Sumpf. Ich sehe Brücken zum Nientorn. Sika hat nicht gelogen, was die abgebrannte Brücke anbelangt. Wo lang? Nach Norden zu den Bergen oder nach Süden durchs Flachland? Wir sollten einen Weg nehmen und sehen, wohin er führt. Das ist passabel, wenn ich mal die Füße hochlegen will. Was erst looten. Das Lebenreich und das Totenreich. Viteano von Krotun vor Jahrhunderten schreibt: Unsere Welt existiert in zwei Formen, je nachdem, wie die Menschen sie wahrnehmen. Ein Ort der Hitze und des Feuers und der warmen Erde. Das Lebensreich ist in der Welt, wie sie von den Lebenden wahrgenommen wird. Ein Ort der Kälte und des Wassers und der vereiste Erde. Das Totenreich ist die Welt, wie sie von den Geistern der Toten wahrgenommen wird. Diese Wahrheit kennen die wenigsten. Verstehen sie. Wir Hexen können danken uns unserem angeborenen Talent oder harten Training des Totenreichs ohne übernatürliche Hilfe sehen. Die meisten Menschen können das Totenreich nur dann in seiner Gänze wahrnehmen, wenn ein Geist bereit ist, seine Vision zu teilen. Dazu muss der Mensch jedoch von diesem Geist heimgesucht werden und es einer Seelenkette zwischen ihnen bestehen. Geister können die Grenzen überschreiten und das Lebendereich auf kleinste Weise beeinflussen. Geräusche, Kälte oder Wärme, dunkler Schatten, das unberuhigte Gefühl, dass sich jemand mit dir in der leeren Raum befindet und dergleichen. Um das Lebensreich jedoch in allen seinen Dimensionen zu sehen, Klänge, Farbe, lebende Wesen und so weiter, ist es für die meisten ein lebender Mensch oder der Besitz eines physischen Gegenstands erforderlich. Das dient dann als Anker oder Leuchtfeuer in die physische Welt. Sowohl das Lebenreich als auch das Totenreich sind durch Raum und Zeit definiert und Teonaru und all die Akten Sika hatten recht, was die Gemologen und die Magie angeht.
Seit ich bei der Welten unterwegs war, weiß ich, dass sich die Erfahrung eines Wesen in beiden Welten sehr unterschiedlich unterscheiden können. Ein kleiner Raum im Lebensreich kann sich im Totenreich wie eine ganze Welt anfühlen, oder ein kurzer Moment unter den Lebenden zieht sich für den Toten über Wochen hin, oder eine Woche kann wieder einen Wimperschlag vergehen. Und obwohl Geister, die einmal Teil des Lebensreichs waren, es wahrnehmen zu können, was manchmal gar nicht begrenzterweise damit interagieren könnt, ist die Wahrnehmung anders. Sie erfahren die Welt der Lebenden als verschwommen und undeutend oder als flachen Hintergrund, wie eine gemalte Bühnenkulisse, besonders wenn sie allein dort sind. Es erfolgt von ihnen, dass sie sich auf einer bestimmten Person oder einen Ort konzentrieren und dies sie so sehen, wie es ist. Das ganze Grenze, das ohne Grenzen entschwinden aus ihrem Gedächtnis. Sie verlieren die Welt, weil sie dich eben dazwischen verloren sind. Als Hexen ist es unsere Pflicht, ihnen dabei zu helfen, ihr Platz zu finden und die Lebenden in Sicherheit zu bringen. Zwar werden sie uns dafür hassen, denn sie können weder so sehen wie wir, noch wie uns bekannte Wahrheit annehmen. Die Seeker. Es ist schon cool. Das ist wirklich cool gemacht, das Spiel. Auch eine coole Story. Jetzt ist die Frage, wo wollen wir hin? Ich würde schon sagen, wir gehen zuerst nach oben. Gucken wir uns das hier an. Und dann drehen wir nach unten nach dem Süden. Ich will schon gerne. Eines Tages würde ich die Highlands gern wiedersehen. Die Berge hier sind nicht zu verachten, aber gegen den Ben Nevis sind sie nichts. Im Vergleich zum Pico Turquino ist das ja ein Hügel. Mein Berg ist größer als deiner. Ja, aber meine Insel ist größer als deiner. Sagen wir unentschieden, ja? Ich will zuerst Süden, weil dort haben wir eine Quest. Und dann können wir theoretisch gleich die Quest mitmachen. Das ist die Frage. Okay, wir können theoretisch hier auch auf. Wohin wird uns das? Nach da geht, da will ich noch nicht. Es muss in der Nähe sein.
Okay. Das heißt also, wir sind hier fertig. Ob zum Fragezeichen. Besser du übernimmst die Führung. Genau das habe ich auch gerade gedacht. Aber wenn wir da hochklettern, was dann? War das? Ja. Irgendwas ist hier. Ich kann sehen. Lass mich vorangehen. Gebumst. So. Diese Überreste verlangen nach einem Ritual und jeder Menge Vorsicht. Das wollen wir mal versuchen. Seele und Körper, ich beschwöre euch! Red. Haben wir ein paar übersehen? Wie wär's mit einem Highland Kiss? Was für dich.
Bastard! Alte Easy. So, dann haben wir das auf fertig. Da will ich noch nicht hin, weil ich will jetzt hier runter. So viele Formen annehmen. Schnee, zerstörte Wolken, all das und noch mehr. Ich weiß. Man fragt sich stets, war das jetzt die Natur oder doch der Geist? Gehen wir wohl nicht lang. Dieses Land braucht bessere Brücken. Sonst wird das nie was. Gleich kommt der Schuss. Das sind dann wohl die Harrows. Was für ein einfallsreicher Name. Klingt doch hübsch. Wie ich das liebe. Nimm die Beine in die Hand. Nein. Wenn wir jetzt noch da gehen. Mit den richtigen Worten der Macht könntest du die Schemen in der Nähe dazu zwingen, sich zu zeigen. Zeigt uns euer wahres Gesicht. Da kommen noch mehr. Noch nicht vorbei.
den komme ich nicht ran. Verstärkung! Super schnell. Bereit für den Einsatz. Da kommen noch mehr. Versuch es noch einmal. Also. Vorsicht! Nein. Das ist Flucht. Gib acht! Okay. So, haben wir? Ich kann dir helfen. Hexe aus dem Sumpf abgeschlossen. Hexensucher. Aber ich würde sagen, das machen wir morgen. Da drüben. Ein Dock. Eine unterirdische Anlegestelle. Interessant. Schade. So, aber das machen wir morgen. Ganz entspannt, ganz in Ruhe. So. So, aber machen wir morgen. Also ich bedanke mich für den schönen Tag und nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und runterlassen. Morgen geht's weiter. Also bis morgen. Tschüss. You